Willkommen beim Time of Change Podcast. Wir bringen Veränderung in deine Ohren. Es ist Zeit für Veränderung und wir sind hier, um dir dabei zu helfen. In unserem Podcast findest du alles, was du brauchst, um voranzukommen und dein Leben zu verbessern. Erlebe tiefgründige Interviews, innovative Techniken und Erklärungen für bisher unerklärliche Phänomene. Entdecke Hintergründe, die dein Leben verständlich machen und dich inspirieren. Dieses Format bietet dir ausgewählte Inhalte unseres Senders Time of Change TV. Ohren auf, denn jetzt geht's los. Herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu einer neuen Ausgabe von Time of Change TV, von den Days of Change in Bad Salzschlirf in der Nähe von Fulda, wo eben das LCC-Seminarteam mit Ewald Schober hier eine Veranstaltung durchführt zum Thema, ja, verändere dein Leben. Und da werden wir heute mit dem Michael darüber sprechen. Michael, du bist hier, war jetzt am zweiten Tag, oder dreimal schon, wie warst du dabei? Ja, tatsächlich ist es mit dem ersten Mal sogar schon das sechste Mal. Sechsmal bei den Days of Change. Wie bist du hier auf diese Veranstaltung aufmerksam geworden? Tatsächlich durch meine Lebensgefährtin, ja, durch die Ulrike. Und ich bin immer offen für Neues. War vorher schon bei sehr vielen Speaker-Trainern auf der ganzen Welt. Und dann haben wir gedacht, ich schaue mal, was Neues an. Das heißt, du bist interessiert an Mentaltraining, an sich persönlich zu entwickeln. Ja. Und wenn die Partnerin natürlich sagt, okay, sie möchte sich auch entwickeln, dann sagt, okay, das schauen wir mal an, was sie so macht. Was hat dich hier an dieser Veranstaltung gegenüber den anderen Veranstaltungen vielleicht oder Speakern beeindruckt? Ja, der wesentliche Unterschied ist grundsätzlich einfach der gewesen, dass der Ewald die Dinge mit dir macht. Also er tut sie mit dir. Und die anderen, die erzählen dir davon. Okay, das ist die Theorie und hier macht er Theorie und Praxis. Was macht er für Dinge mit dir? Wie geht es? Ja. Im Unterschied zu dem anderen jetzt. Ja, oder generell, was du sagst. Weil im Grunde genommen, andere Dinge, würde ich jetzt mal sagen, wie zum Beispiel über heiße Kohlen gehen, das machen ja andere Trainer auch. Er macht es insofern allgemein so, dass du eine theoretische Information bekommst und danach geht er aber sofort ins Umsetzen. Ja? Und theoretisches Wissen in der Praxis angewandt, bringt dich zu dem Höchsten, was überhaupt möglich ist, und das ist die Weisheit. Richtig, die Weisheit. Wir lernen im Leben ja viele Dinge, ne? Wir studieren uns teilweise so richtig, sagen wir mal, zu Tode schon bald, nicht? Und wir lernen hier, wie die Welt funktioniert. Wir haben unsere Glaubenssätze in Anführungsstrichen. Aber hier kommen ja ganz neue Glaubenssätze. Das heißt, Gefühle sind ein wichtiger Gestaltungsfaktor für Realität und nicht ihr Nebenprodukt. Siehst du das? Absolut. Absolut. Also ich war letzten Endes durch meinen Lebensweg sehr kopfgesteuert, bis vor 3-4 Jahren, und bin sehr den Erfolg hinterher gerannt, so wie es halt in der Außenwelt uns leider dargestellt wird, ja, in dem Tun, Haben, Sei Modus. Genau, tu was, dann hast du was und dann bist du was. Genau. Und der Ewald war letzten Endes einfach mit seiner Lebensschule ECC derjenige, der mir das wirklich super transportiert hat, auch über die Gefühle. Du bist schon alles, was du brauchst. Und über die Gefühle bist du halt noch extrem viel mächtiger als über deinen Kopf. Und das hat sehr, sehr viel in meinem Leben ins Positive gedreht seither. Was heißt das? Ins Positive gedreht. Das heißt, du siehst Situationen jetzt anders an oder hat sich dein Leben generell in einen anderen Flow bewegt? Ich bin wesentlich entspannter. Habe eine ganz große Dankbarkeit in mir, dass ich tatsächlich alles erreichen kann, was ich möchte. Und vor allen Dingen das Ganze mit Herz und Liebe. Genau, also vorher war immer viel Druck und Druck erzeugt Gegendruck. Also in mir, das war unbewusst, das war mir nicht bewusst. Ja? Also über so ein Rennpferd. Eine Ferrari, verstehst du? Ja, Männer sind ja da sehr, sehr gefährdet für diesen, genau. Den Sieg antreten, nicht? Und so weiter. Vollgas, ja. Vollgas. Macht das Leben dann auch mehr Spaß? Was sagen die Freunde und Bekannten zu dem? Haben die eine Veränderung bei dir wahrgenommen? Ja, definitiv. Also ich vor kurzem erst mit einer Freundin, die ich schon länger nicht mehr gesehen habe, unterhalten, billigerweise getroffen, und die hat gesagt, ja, Michael, das ist der Hammer. Also du hast dir so ins Positive verändert, was machst du, was hast du gemacht? Dann haben wir ihr kurz erzählt,
Und natürlich kommt es auch immer auf dich selber an, ist ja logisch. Der ausschlaggebende Initiator, der mir aufgezeigt hat, wie gut und mächtig ich wirklich bin, das war der Ewald nur zu einer Lebensschule, ja. Was mich auch, vielleicht auch viele andere wahrscheinlich am meisten beeindruckt oder das, was am wenigsten verstanden wird, ist, wenn Ewald sagt, okay, also mal, Gefühle sind Realitätsgestalter. Du kannst dir ein Gefühl holen, ein positives Gefühl, und dadurch kannst du den Tagesverlauf oder deinen Geschäftsverlauf oder was auch immer ins Positive drehen, weil das Gefühl bestätigt werden muss. Okay, das kann man vielleicht noch ein bisschen nachvollziehen, oder wenn man besser drauf ist, läuft vielleicht auch das Gespräch besser etc. Aber was er auch noch macht, das ist natürlich dann, das sprengt natürlich unsere Denkgrenzen, vor allem bei den Männern in der Physik und so weiter, in der Biologie auch völlig. Der sagt, wir machen hier ein Kollektivreframing. Die Caro geht rein, macht ein, ja, sagt, okay, wir haben hier eine Naturkatastrophe, die wird live auf den Bildschirm geschaltet und sagt, wir könnten jetzt da helfen. Wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, okay, hier in Afrika hat es, keine Ahnung, 3 Jahre nicht mehr geregnet, und vielleicht können wir das drehen, und dann wird diskutiert, ob das jetzt ein bisschen regnet oder Dauerregen und wie auch immer. Und dann sagen wir Menschen, okay, dann machen wir mit und geht man dann rein. Und was passiert dann? Ja, auf jeden Fall. Das ist ja, also das habe ich ganz am Anfang, wenn ich vielleicht da beginnen kann, mir auch überhaupt nicht vorstellen können. Ich habe gedacht, also jetzt ist einmal das Overnote, jetzt ist das Level überschritten, ja. Also jetzt drehe ich voll, ja. Und es ist ja letzten Endes faktisch nachweisbar. Das heißt, wir gehen gemeinsam, betreten wir eine Option, die wir vorher besprochen haben, mit dem Gefühl, gehen vor allen Dingen in das Gefühl durch die Leitung von der Caroline. Und es ist ja bildtechnisch ist nachweisbar heutzutage mit den ganzen Apps und Wettergeschichten, die du zur Verfügung hast. Also das Beispiel ad hoc, wenn wir wählen würden, das hört ad hoc das Regnen auf. Wir hatten in der Vergangenheit eher dann innerhalb von 2-3 Tagen oder auch bei dem Hurricane oder was es war. Es funktioniert. Und der Beweis wird dir sogar als Teilnehmer in Form der Möglichkeit, dass du in eine WhatsApp-Gruppe beitreten kannst, nachgenießen oder mitgeteilt. Und das ist schön, weil, so heiße Luft geredet wird halt Dampfblauder, da gibt's ja genug auf der Welt. Und das ist das, was natürlich die Männerwelt schon sehr viel in ihrem Kopf hat, die jetzt vielleicht aus dem Unternehmertum kommt. Ja, die sagen, also da jetzt, wie du gesagt hast, da hört jetzt auf. Das brauchst du also nicht erzählen, dass man mit Gefühle hier, Orkan oder Hurricanes oder was auch immer stoppen kann oder regnen lassen kann, wie auch immer. Ewald sagt ja auch immer, das ist ein Experiment. Wenn man es nicht glaubt, glaubt es nicht. Aber bisher hat es ja, also bei denen 6 Mal hat es geglaubt, oder? Ja. Es steht es jetzt nicht. Kommt aber genau das davon her. Also, ja, wenn man dann nach Hause geht, dann gibt es ja noch ein, ja, wie nennen sie das, The Game? Auch eine Gruppe mit, glaube ich, 300 Teilnehmern. Ja. Wo man sich dann eben weiterentwickeln kann mit diesen Methoden, wo Ewald eben Aufgaben stellt. Was hast du da gelernt? Das ist tatsächlich ja das, wo ich sage, das ist nur das Tüpfelchen auf dem I. Weil du im Endeffekt die Dinge, die du hier tust, gemeinsam und die in die Weisheit kommst und in die Erfahrung selber, die Erfahrung sammelst und erlebst, da gehst du letzten Endes in diesem Spiel in die Wiederholung der Wiederholung der Wiederholung. Was mir persönlich extrem viel weitergeholfen hat, weil es mir vorher auch gar nicht so bewusst war und in dem Fall in Form von The Game aufgezeigt worden ist, ist folgende Sache. Der Ewald hat letzten Endes ein Beispiel genannt damals bei den Days of Change vorher. Es gibt einen Patient Chilling, also von ich bin chillig, ja. Und der ist beim Arzt und der darf sich nie mehr aufregen, sonst stirbt er. Und das war letzten Endes dann damals die erste Geschichte in The Game. Und du machst es ja spielerisch. Und wenn du halt eine Strichliste führst, wie oft du innerhalb von einem Tag gestorben bist, dann denkst du mehr drüber nach, wie es dir aufregst. Ja? Also von daher, das hat mir echt extrem weitergeholfen, weil mir nicht bewusst war, wie oft ich mich tatsächlich aufreg. Und das ist ja letzten Endes was dir Energie raubt und zieht als Mensch. Ja? Das bringt dich nicht weiter. Was denkst du, würde passieren, wenn solche Veranstaltungen sich mehr rumsprechen würden, wenn mehr Menschen es erkennen, wow, wir haben hier noch zusätzliche Instrumente, die weder im Mainstream noch sonst irgendwo groß kommuniziert werden, weil man denkt, das ist sowieso alles Spuk und Unfug und es gibt es gar nicht. Wäre das eine Chance für die Menschheit, diese Kurve zu kriegen? Absolut. Das ist meines Erachtens ist das jetzt das, was ansteht. Weil wenn man sich gerade die Welt anschaut, ist es nicht die Welt, die wir uns hier wünschen. Und mit der Möglichkeit, die sich jeder einfach mal anschauen kann. Und dann gerade mit der Option vom Schnupperticket,
Absolut. Ja. Es sind ja vier verschiedene Themenfelder bei diesen Days of Change, wobei ja das Thema Gefühl immer ein bisschen im Mittelpunkt steht. Und immer wieder werden neue Experimente gemacht. Heute war das Pflanzenexperiment, wo jemand, sage ich mal, sich das Gefühl über Betrachtung einer Pflanze innerhalb von 5 Minuten holt. Und man konnte den gar nicht mehr stoppen. Wir haben mehrere Männer festgehalten und dann konnte er sich lösen. Energien, ja, genau. Energien, also Telepathie wird hier vorgeführt und Energieläufe etc. Also hier erfahren die Menschen tatsächlich Dinge, wo sie sagen, okay, ich habe das schon mal irgendwo gehört oder gelesen oder sowas. Aber das selbst zu erfahren und vor allem, wenn das nicht nur einer erfährt, sondern fast alle Teilnehmer hier, dann ist das schon ein mächtiges Werkzeug. Oder? Das ist großartig, weil letzten Endes erzählen kann dir ja jemand finden, was möglich ist. Aber wenn du es eben selber erlebst, das ist einfach gigantisch. Weil du merkst, wie groß du wirklich bist. Es ist machbar. Und gerade unser Kopf will uns ja immer erzählen, was denn eventuell nicht geht, weil er sich letzten Endes irgendwas zusammenbindet. Ja, weil er die Erfahrung offensichtlich noch nicht gemacht hat. Und das ist das, was Ewald sagt, okay, ich bringe dir aber in die Erfahrung. Dann kann der Kopf sagen, okay, ich verstehe es zwar nicht, aber es funktioniert. Und der Widerstand im Kopf hört dann auf. Ja. Oder wird weniger. Ja, und vor allen Dingen halt die Thematik mit der die Angst, die ja ein Stück weit berechtigt ist. Ich sag mal, wenn du jetzt an einem Felsvorsprung stehst, wo es 150 Meter runter geht, da ist ja diese Angst, die in dir aufkommt, ein Schutz. Ja, ist auch berechtigt. Wenn du runterspringst, weil dann ist rum. Aber so eine Lebensaufgabe nicht zu leben oder sagen, okay, ich würde gerne, was ich Gärtner sein, aber ich habe ja den Schreinerbetrieb etc., diesen Mut aufzubringen, sein Leben zu ändern, also ja, ich mache jetzt das einfach. Ist das auch hier, lernt man hier Werkzeuge, um das zu tun? Absolut. Kann jeden Menschen auch hier und heute ermutigen, sich von A nach B zu bewegen und sich das anzuschauen, weil die allermeisten Menschen, würde ich jetzt zumindest mal von mir ausgehen, zu sagen, die spielen nur eine Rolle in ihrem Leben und merken es gar nicht. Und das ist auch ganz viel im Bereich des Berufs. Das dann eben Auswirkungen hat auf den Zustand, auf den geistigen Zustand, Gesundheitszustand. Es gibt ja Menschen, die dann irgendwo plötzlich ganz depressiv werden und sagen, okay, ich muss ja in die Arbeit, ich muss ja Geld verdienen, ich muss ja hier etc. etc. Klar, aber man kann es mit einem anderen Spirit machen. Man kann es mit einer anderen Berufung, mit einem anderen Gefühl tun und kann sagen, und wenn Ewald eben recht hat und sagt, wenn du deinen Beruf wechselst, das ist das, was du willst, und das ist das Richtige für deine Berufung, dann, und du bist in diesem Gefühl, dann muss ich ja das Gefühl bestätigen. Das heißt, du musst ja dann auch wieder deinen Erfolg haben. Ja, im Endeffekt vom Müssen zum Wollen, zum Können, zum Dürfen. Genau. Wir dürfen. Das bringt ja dann die Leichtigkeit. Ja. Und viele, die einfach in dem Hamsterrad marschieren, die haben innere Spannungen oder einen inneren Druck und du kannst nur in der Leichtigkeit das aus dir rausholen, was tatsächlich in dir drin ist, ja, an Großartigkeit. Und wenn man dann so macht, dann sagt jemand immer, was, weil ob du es unterschreibst, dann hat man aufgehört zu arbeiten. Ja, tatsächlich, also grundsätzlich jeder Mensch hat irgendwas, wo er, ich sage immer so schön, das Gefühl für Zeit und Raum verliert. Das ist bei mir zum Beispiel Schlagzeug spielen. Ich spiele, bei dem ich 7 Jahre alt bin, Schlagzeug, also Musik. Ja, und jeder hat irgendwas. Und dadurch, dass sich den Menschen wieder mehr bewusst dabei, dass er sich das auch erlauben und zugestehen. Dass du das einfach machst. Ja. Wo er Spaß hat. Ja, genau, weil viele Menschen bauen sich ja letzten Endes ihr Leben und mein Beruf auch, weil der in der Welt, so wie sie zumindest bestanden hat, nichts anderes übrig bleibt. Aber im Endeffekt ist es andersrum, das, was dich glücklich macht. Weil noch gibt es zu viele Menschen, die nur dem Geld hinterherrennen. Ich habe so eine Karikatur vor kurzem gesehen, da läuft so ein Männchen immer in so 3 Abschnitten dem Geld hinterher und irgendwann kommt dann halt Kiste. Der Abgrund. Ja, genau. Und also, Glück ist gestaltbar, ist machbar und ist leichter zu erreichen, als wir denken. Das ist vor allen Dingen in uns. Wir dürfen es so finden. Ja, ganz genau. Also macht euch auf die Suche, liebe Zuseher, nach dem Glück, auf den Days of Change. Macht einmal einen Test. Und danke, Michael, für das Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Danke. Servus. Das war Time of Change, der Podcast, der Veränderung in deine Ohren gebracht hat. Wir hoffen, dass du von unserer Reise inspiriert wurdest
und neue Wege entdeckt hast, um dein Leben zu verbessern. Vergiss nicht, dass du jederzeit zurückkehren kannst, um weitere inspirierende Inhalte zu entdecken. Denk daran, uns zu folgen, zu liken und zu teilen und respektvolle Kommentare zu hinterlassen, damit auch andere von dieser Reise profitieren können. Neue Folgen gibt es jede Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Moderation und technische Soundbearbeitung Matthias Reiter. Musik Future Technology bei Maxco Music. Redaktion Britta Wisniewski. Für weitere Informationen besuch bitte die folgenden Seiten: LCC Seminare GmbH unter www.lcc-seminare.de und Time of Change TV unter www.time-of-change.tv.